So sieht ein original Südtiroler Start in einen Skitourentag aus. Und so eine auch in Südtirol ziemlich außergewöhnliche Gruppe von Skitourengeherinnen. 7 Frauen und ein Bergführer. Und zwar gehen wir nach Montezella. Und ich denke, dass da niemand Taui gespürt hat. Ich hoffe. Wir sind noch heraus. Jetzt fahren wir innen bis zum Tollschluss einer. Und da sind schöne Böden auch, da muss jetzt guter Schnee sein. Und da ist der Rindel, ein steilerer Rindel. Und die Rindel ist die lang oder kurz? Ja, der ist ziemlich lang. Also zuerst gehen wir sie normal auch in Spitzkern. Und dann geht es so ziemlich flach auf den Montezella. Nur mit Frauen unterwegs zu sein, okay. Für Michi ist das schon etwas Besonderes. Ich würde sagen, es ist so, dass die Frauen einfach alles ein bisschen gemütlicher nehmen, dass sie mehr auf die Schönheit gehen, von den Bergen, vom Wald, vom Geschniebenen, also dass viel die landschaftlichen Eindrücke und so mehr im Vordergrund stehen als wie der Gipfel unbedingt. Auch von mir aus der Pulverschnee einwärts oder so. Oder auch, was sie mitnehmen zu essen und so. Einfach, dass alles ein bisschen gemütlicher ist. Das heißt nicht, dass man deswegen kleine Touren machen muss, aber man macht sie ein wenig genüsslicher. Die Dolomiten im Winterkleid, noch dazu bei strahlendem Wetter. Den Genuss und die Begeisterung, mit der die 7 Südtirolerinnen hier unterwegs sind, kann jeder Bergsteiger, egal ob weiblich oder männlich, nachvollziehen. Die Tour, die sie heute vorhaben, ist durchaus ambitioniert. Von Campil aus geht es teilweise durch anspruchsvolles Gelände auf den Montezella. Immerhin rund 1300 Höhenmeter, was den Frauen allerdings keine Angst einzuflößen scheint. Okay. Nächstes Mal ziehen schon wir besser. Doch warum sind die Frauen ganz ohne Männer unterwegs? Ihre Partner sind durchaus leidenschaftliche Bergsteiger und Skifahrer. Warum dürfen Sie dann heute nicht mitkommen? Ja, das ist so dazu gekommen, dass letztes Jahr war es so, dass man immer gestritten hat, wer darf wann gehen, nachdem wir Kinder zu Hause haben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich versuche jetzt ein paar Freundinnen. Ich mit der Tanja haben wir diese Gruppe zusammen getrommelt und haben uns gedacht, unter Frauen haben wir es gemütlicher, feiner, Genuss. Und deshalb alternieren wir uns. Und ein Wochenende gehen wir und das andere die Männer. Funktioniert einwandfrei, weil die Freizeitmöglichkeiten hier in Südtirol sind super. Das heißt, dann gehe ich mit Kindern Skifahren. Meistens klappt es, manchmal nicht. Das Tempo ist auf alle Fälle ein Unterschied. Also wir gehen schon gemütlicher. Extremere Sachen machen wir mit Männern mehr. Mit Frauen ist es entspannter. Wird anders geredet. Und zwar über Themen, die man ansonsten nicht anschneiden darf, ohne dass man belächelt wird. Und da wird schon geredet. Über die Kinder und über auch einmal über die Zellulitis haben wir das letzte Mal gehabt. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber es ist schon so, dass auch dank der Frau möglich ist, dass man das machen kann. Weil wenn sie natürlich nicht so einverstanden wäre, dass ich da jedes Wochenende fast im Winter vordergründig unterwegs bin, dann würde das nicht gehen. Wenn mein Mann den Drang bekommt, in die Berge zu gehen, dann muss ich ihn gehen lassen. Und so dürfen jedes zweite Wochenende die Männer losziehen. Bei ihnen steht heute eine Tour von der Plätzwiese aus auf dem Programm. Am 16. die Spuren im Zickzack der Lahn auf und gehen da drüben direkt unter die Felswände ins Geißelkar rein.
Und ganz hinten sehe ich, so links weg geht eine kleine Scharte auf. Dieselbe weiß ich noch nicht, ob wir sie auch kennen. Weil das letzte Stück in der Scharte ist wie ein Steil. Sind die Mädels hochgekommen? Dann sind die Mädels vor einer Woche, genau die Runde haben sie mit mir vor einer Woche gemacht und haben es geschafft. Also reißen sie zusammen, dass es auch der Pakt. Lawinensituation geben die jetzt hier einen Dreier momentan. Und zwar schon seit über 3 Wochen. Und so langsam entspannt sich. Momentan ist heimtückisch sogar die, dass man es ganz schwer einschätzt. Also dass nicht die oberste Schicht so gefährlich ist. Es ist vor allem der Aufbau, der was schlecht ist, vom Boden auch, der Schwimmschnee, den was es den ganzen Winter schon gebildet hat. Und danach, wenn man da drüben neu spuren, dann merkt es auch, man kommt auch mit den Stecken und so oft ganz bis auf den Boden neu. Die ausführliche Analyse der Lawinenlage ist einer der wichtigsten Gründe dafür, dass die Männer schon seit vielen Jahren immer wieder mit demselben Bergführer unterwegs sind. Sie wollen profitieren von Michis reichem Schatz an Wissen und Erfahrung. Aber natürlich wollen sie sich hier in den Bergen auch richtig verausgaben. Programm hat sich auch die Männergruppe vorgenommen. Erst Richtung Strudelkopf, dann wieder abfahren und auf der anderen Seite des Tales wieder aufsteigen ins Geiselkar. Eine Runde, die Fernblicke vom Feinsten bietet. Die drei Zinnen werden die Frauen heute nicht zu Gesicht bekommen. Dafür ein paar von den anderen ganz großen Dolomitengipfeln. Doch noch ist es nicht so weit. Erst einmal verwandelt sich die Landschaft für sie gerade von der Kulisse zur Bühne. Sie nähern sich der engen Rinne, die sie steil und anstrengend hinauf müssen. Gleich werden sie eintauchen in das Dolomitenmeer aus steilen Wänden und schroffen Felsen. So eindrücklich die Umgebung und so mühsam das Bergauf hier auch ist, die Damen scheinen sich kaum beeindrucken zu lassen. Unbeirrbar stapfen sie nach oben. Das liegt zum einen sicher an ihrer Fitness, zum anderen an ihrem Bergführer. Auf den, das wissen sie, können sie sich verlassen. Und umgekehrt ist es genauso. Das macht der Welt einen Unterschied, ob du Leute hast, was du kennst. Du weißt auch bei jedem, wann kann jemand wie eine Angst haben, wann geht es gut. Du merkst schon, wie er hinter dir hergeht, wie er sich fühlt. Und als Führer, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass du dich einfühlen kannst in den Menschen. Und deswegen, sagen wir so, mit Stammgästen zu gehen, ist viel, für mich viel einfacher und viel schöner. Und bei den Frauen eben spielt das schon ganz viel mit, dass sie wollen, dass sie spüren, dass du präsent bist. Gell? Dass du für sie da bist in dem Moment, wo sie vielleicht die brauchen. Und dann brauchen sie die den ganzen Tag nicht. Aber das Gefühl wollen sie schon haben, dass sie da bist.
Für Frauen ist das Bergsteigen also eine Gefühlssache? Nur für Frauen? Sicher nicht. Zumindest nicht bei einem Gipfelanstieg wie heute auf den Monte Gela. Da ging ja auch vielen Männern das Herz auf. Kurz unter dem Gipfel. Der topografische und oft auch der emotionale Höhepunkt einer Tour. Vielleicht können wir ja hier beobachten, wie sich denn die Bergsteigerei bei Frauen und bei Männern unterscheidet. Die Männer kommen auf ihrem Gipfel an. Ein paar kleine Juchzer, ein kerniger Handschlag. Bei den Frauen ein Bussi hier. Dort der nächste Handschlag. Hier noch ein Bussi. Dort mal wieder ein lässiger Handschlag. Noch ein Bussi und dort noch ein archaisches Ritual. Es gibt schon gewisse Unterschiede. Bei der Art, Ski zu fahren, die geschlechterspezifischen Besonderheiten zeigen, können wir gleich noch genauer beobachten. Vorher steht für die Männer nach der Mittagspause der zweite Aufstieg des Tages an. Nochmal 600 Höhenmeter hier hinauf, in das Geiselkar. Einen zweiten Gipfel können sie dort nicht erreichen. Dafür locken einige gute Hänge mit bestem Pulverschnee. Nicht ungefährliche Hänge, in die Michi sich nur hineintraut, weil er die ganze Saison über genau verfolgt hat, wie sich die Schneedecke verändert hat. So traut er sich zu, die Lawinensituation richtig einzuschätzen. Jetzt sind die Männer dran, das unvergleichliche Dolomiten-Feeling zu erleben. Das Eintauchen in eine Felsenlandschaft, wie man sie sich gewaltiger und beeindruckender kaum vorstellen könnte. Ist es bei solchen Eindrücken nicht völlig egal, ob man mit Frauen oder mit Männern unterwegs ist? Nicht ganz. Ja, es hat schon eine andere Dynamik. Wir sind ein Haufen, der was zusammengehört und nachher werden Witze gemacht. Man ist ja relativ rau untereinander und so. Man ist mehr ja, wie Männer unter sich sein, wenn sie einmal wieder wie die Jungen sein, was man ja die ganze Zeit nicht mehr darf, sagen wir. Und da auf dem Berg kann man das ein bisschen ausleben. Und es heben da alle ganz fest zusammen, gell? Die heben ganz fest zusammen, wenn es braucht. Und wenn einer schwach ist und so, dann helfen sie mit dem Rucksack tragen und alles. Aber wenn es gut geht, nachher gibt man sich auch gegenseitig, sagen wir, Schupfer und gibt Gas. Und wehe, bei einem von ihnen geht dieses Gasgeben schief. Dem ist die Häme der anderen sicher. Schadenfreude. Solch niedrige Gefühle sind Frauen fremd. Zumindest unseren Südtirolerinnen scheint es auch bei der Abfahrt mehr auf den Genuss anzukommen. We'll be right back.
Die steile Rinne abzufahren kostet im ersten Moment ein bisschen Überwindung. Doch hat man sich erst mal ein Herz gefasst und ist losgefahren, dann macht auch das richtig Spaß. Die Begeisterung am Skifahren ist Frauen und Männern gemeinsam. Schaut man im Vergleich den Männern zu, dann sieht man aber, dass sie noch etwas anderes treibt. Sie müssen sich hier richtig austoben. Der Tag in den Bergen neigt sich im Abfahrtsrausch dem Ende zu. Ein erfüllter Tag, und zwar bis zum Abend. Ich freue mich riesig, dass ich endlich wieder da bin. Ich hoffe, dass die Kinder nicht zu müde sind, dass sie noch ein bisschen mit mir spielen. Die Familie freut sich. Ich freue mich auch. Das ist das Größte, dann jetzt nach Hause zu kommen. Eigentlich, das können wir von unseren Südtirolerinnen und Südtirolern lernen, sind die Unterschiede zwischen Mann und Frau am Berg gar nicht so groß. Letztlich kommt es darauf an, die Zeit in den Bergen zu genießen. Und das macht jeder ein bisschen anders. Ja.